In diesem Video geht es um ein Negative Scent Identification mit der kleinen BGS-Hündin Ellie. Das heißt auf Deutsch ein Negativ am Start. Wir beginnen diese Übung ganz normal, wie jeden anderen Trail auch, mit einem sogenannten Perimeter. Das heißt nichts anderes wie ein Aufwärmen des Hundes, beziehungsweise dass der Hund die umliegenden Gerüche und Gegebenheiten in aller Ruhe nochmal wahrnehmen kann oder was heißt nochmal überhaupt wahrnehmen kann, sich gegebenenfalls auch lösen kann, also einfach nochmal Hund sein darf, bevor die Hundehalterin ihren Hund zum Start führt, um ihn dann ganz normal mittels Presending und Anschirren, sprich Startritual, fertig, startklar zu machen für die folgende Übung. Auch bei einem NSI, also Negativstart, erfolgt das Startritual alles wie gewohnt. Das heißt, wir arbeiten viel mit Presending. Der Geruchsträger liegt bereits vor dem Geschirr, vor den Arbeitsutensilien aus. In aller Regel gehen die Hunde aus Neugier schon dran und liefern uns damit die ersten Informationen, wo der mögliche Trailverlauf entlang geht, indem sie ihren Kopf in diese entsprechende Richtung ausdrehen. Als nächstes wird der Hund angeschirrt, nochmals an den Geruchsträger herangeführt mit einem bestimmten Signal, dann wird der Geruchsträger weggepackt und es folgt das Startsignal. Jetzt soll der Hund in einem gewissen Radius, also meistens der Leinenradius plus minus ein, zwei Meter weiter, soll er die Umgebung checken, überprüfen, ob der Geruch des Geruchsträgers dort vorhanden ist. Den ersten Blick sollte die Hundehalterin sofort bestätigen und den Hund animieren, dass er zu ihr kommt, damit sie ihm signalisieren kann, dass er seine Arbeit toll gemacht hat. In dem Fall war es einfach so, dass die Ellie rausgezogen hat. Man sieht es halt leider nicht wirklich so gut, weil das ein bisschen weit weg ist, das Video. Sie hat sich auch ziemlich schnell geschüttelt, damit schon mal gesagt, Frauchen, da ist nicht viel. Und den ersten Blick hat die Hundehalterin verpasst, hat dann den zweiten Blick als Bestätigung genommen. Das heißt, sie hat den Hund motiviert mit Rückwärtsgehen, dass er auf sie zugeht. Und dann wird der Hund ganz normal wie bei der VP belohnt. Damit wäre der NSI auch abgeschlossen. Die erste